Also das kann wirklich nice werden. Oh. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, wie ihr es im Titel schon lesen konntet, es gibt heute wieder mal ein Fashion Pack Opening. Der Hammer! Ich habe erst in meinem letzten Video relativ viel bestellt und mich mal so etwas aus meiner Comfortzone herausgewagt. Corona Edition. Unter anderem haben wir natürlich auch Marken bestellt, die jetzt noch nicht so in meinem Kleiderschrank waren. Es sind natürlich, nicht für alle Geschmäcker geeignet, aber, Freunde, schaut einfach mal rein. Für mich richtig nice Pieces, die da am Start sind. Und für all jene, die mal was Neues ausprobieren wollen, ist das vielleicht eine Möglichkeit, sich zu inspirieren. Apropos was Neues, meine neue Modemarke, liebe Leute. Meine zweite Kollektion der neuen Modemarke kommt ja jetzt dann schon bald. Für alle, die vorbestellt haben, die können sich sicher sein. Wir versuchen da in diesem Zeitfenster, das ich genannt habe, zu bleiben. Ihr seid natürlich die Ersten, die ihre Pieces bekommen. Und für alle, die noch nicht gekauft haben, erster Link in der Infobox. Schaut einfach mal rein, der offizielle Drop wird vermutlich noch 6 bis 7 Wochen dauern. Aber seid auf alle Fälle am Start. Jetzt will ich gar nicht mehr länger quatschen. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ihr wollt natürlich eines sehen und das sind die Sachen, die ich mir bestellt habe. Die sind da in den 3 Paketen da drüben schon verpackt. Es sind 3 Shirts. Wir haben, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, was bestellt worden ist. Also ich glaube, das Balenciaga-Shirt ist dabei. Ich glaube, Rick Owens ist dabei. Und das Misbehave-Shirt. Das sind die 3 Dinge, die ich mir dann tatsächlich gekauft habe, liebe Leute. Und ich würde sagen, wir packen die Sachen jetzt einfach mal aus und schauen uns die an. Let's go. Da ist das erste Paket natürlich wieder professionell von mir abgeklebt, damit man nicht zufällig meine Adresse leaken kann. Bin gespannt, wie die Sachen fitten. Vor allem bei dem Rick Owens-Shirt bin ich gespannt, weil es doch sehr, sehr oversized ist. Okay, passt. Dann machen wir das Paket einfach so auf. Ist auch in Ordnung. Gut. Aha. Ah, das ist das Misbehave-Shirt. Da ist das Rechnung dazu, Classic. Das ist das Shirt. Da steht jetzt, für das haben wir bezahlt 147, glaube ich. Das ist von Misbehave. Das ist in diesem, in dieser Verwaschung. Schaut sehr nice aus, finde ich. Also das ist ein, ich zeig's euch, ihr kennt es ja, manche von euch kennen es eh schon. Oh, der Stoff fühlt sich sehr hochwertig an, Leute. Relativ dick sogar. Das feiere ich ja. Auch die nächste M&M-Kollektion wieder mit sehr dicken Stoff. Sogar noch dicker als das jetzt. Und so schaut das Shirt aus. Ah, und ich glaube, ich sehe schon am ersten Blick, dass das sehr nice fitten könnte. Oh! Ja, passt. Es ist sogar... Vielleicht wäre es sogar noch eine... Nein, ich finde, es sitzt... Ich finde, es sitzt perfekt eigentlich. Man hätte es vielleicht noch in X-Large nehmen können, aber ich finde, so geht es eigentlich klar. Das ist schon fast true to size, nicht mehr oversized. Was meint ihr, Freunde, wie viel von 10? 9, 10, 2, 8, 9, okay. Hinten ist stark. Hinten ist nice. Ja, viele von euch gefällt wahrscheinlich dieses Anime-Dings die nicht. Ich bin ja auch absolut kein Fan von Anime, aber bei dem Shirt habe ich es irgendwie nice gefunden. Es ist halt einmal was anderes. Es ist nicht so, was ich normalerweise... Aber... Ich weiß gar nicht, ob es nicht noch... Kragen ist auf alle Fälle nice. Also so stelle ich mir Kragen vor, auf jeden Fall. Von den Ärmeln her, ja, finde ich, passt's. Finde ich, passt's eigentlich perfekt. Das Einzige, was ich mal gedacht habe, ist, von der Länge wird es noch... Aber nein, ich finde, es sitzt eigentlich gut. Der Stoff selber fühlt sich extrem gut an. Für 150 Euro geht das safe in Ordnung. Und ja, die Anime-Frau bietet sich gerade an. Aber ich finde, die Farbkombi, jetzt wo ich es wirklich in live sehe, ist dieses Blau mit diesen... fast schon violett hier teilweise, extrem schön. Also ich finde die Farbkombination extrem nice. Deswegen habe ich sie auch gekauft. Also kann ich nur empfehlen, 150 Euro kann man auf jeden Fall machen. Packt mal das nächste Paket aus. Das ist, keine Ahnung, ich hole es einfach mal. Ich glaube fast, dass da Rick Owens drin ist. Weil das Balenciaga-Paket, glaube ich, dass das ist, was ein bisschen dicker ist. Beides. Lost, in dem dünnen Paket wird safe nicht beides drin sein. Aber schauen wir rein. Und es ist, kein Plan. Aber wenn es so in einem Seidenpapier eingepackt ist, dann kann es natürlich sich eigentlich nur um das Balenciaga handeln. Ja, Balenciaga. Safe! Ah, das ist schon nice. Oha, Leute, das ist schon nice. Also wie man das nicht feiern kann, ist mir ein Rätsel. Oh mein Gott, jetzt freue ich mich schon. Ich probiere es gleich mal an. Ja, auf jeden Fall. Also wenn das nicht, nein, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das nochmal in M zu holen, Leute. Der Kragen fühlt sich mega an,
Schnitt passt auf alle Fälle. Also das in M nochmal zu holen, es ist trotzdem noch oversized. Ich würde halt ganz ehrlich die Ärmel trotzdem, keine Ahnung, zweimal aufstricken. Was meint ihr vom Fit her? 200 mal besser als das Weiße. Ja, safe. Das ist eine 10 von 10. Ja, Freunde, ich sehe es ganz genauso. Wenn ich jetzt die Ärmel dann noch zweimal raufstricke, wisst ihr, ich mag diese ganz überlangen Ärmeln eigentlich nicht mehr so. Ja, so, Bombe. Also ich weiß, das besser geht's kaum. Das ist mal ein richtig nices Oversized-Shirt. Und ich finde das Logo nach wie vor extrem Bombe. Das kannst überall dazu anziehen, kannst nice mit dem Roten kombinieren. Also ich bin echt mega zufrieden mit dem Shirt. 10 von 10, alle einig. Okay. Nice! Org, dass das Rick Owens Shirt anscheinend da so in so einem großen Karton eingepackt ist. Für das vorige haben wir 150 bezahlt, für das jetzt glaube ich 405. Das sind jetzt schon überall Fusseln drauf. 405 haben wir für das bezahlt und ich bereue keinen Euro. Ganz ehrlich, ich finde das passt perfekt. Sehr, sehr nice, taugt man. Dann ist das jetzt das berühmt-berüchtigte Rick Owens Shirt. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Das ist ja mein erstes Piece von Rick Owens. Okay, ist auch wieder eingepackt. Da merke ich jetzt schon aufs Erste, dass der Stoff ein bisschen dünner ist. Ich habe es noch nicht in der Hand. Ja, ist dünner. Oh, aber Leute. Uff. Uff. Oh mein Gott. Also das ist ja mal nice. Also da haben wir echt, echt gute Cops gemacht. Jetzt muss nur mehr fitten und sitzen und dann ist alles in Ordnung. Also das kann wirklich nice werden. Oh. Ja, ist halt mal was. Es fühlt sich aber extrem. Ich find's nice. Geh mal die Cam ein bisschen nach unten. Ich find's nice, auf jeden Fall. Geh mal den Sessel weg. Es ist was ganz anderes, Leute. Aber wenn du dazu eine. Ich kann mir dazu vorstellen, eine bisschen engere Jeans, keine ganz weite. Vielleicht auch eine weite, don't know. Aber ich glaube, im Kontrast finde ich schon nicht schlecht. Da ist halt so richtig oversized und bei dem Fit, also feiere ich schon. Wir haben es ja schon im Vorhinein gesehen, dass das sehr oversized sein wird und jetzt, wo ich es so sehe, finde ich es gut. Orges Ding! Es ist halt nicht jedermanns Sache. Es ist nicht mehr so... Ah, der Preis bei dem Shirt waren 250 Euro oder so. Das sind halt Pieces, die sind logischerweise nicht jedermanns Sache, aber ich finde es gut, das sind mehr so, das ist mal was etwas Ausgefalleneres. Vor allem das letzte, als ich sonst bestelle. Also wir sind da leichter kreativ geworden auf jeden Fall. Aber ich bin mit jedem Shirt zufrieden. Beim ersten sage ich, okay, eine Spur länger vielleicht noch. Zweites, safe perfekt, passt einfach perfekt. Und das letzte bin ich auch mehr als zufrieden. 250 Euro für den Arsch. Ja, für dich vielleicht, Bro. Es muss ja nicht dir gefallen, es muss mir gefallen. Und ich find's, und ich bin höchst zufrieden. Also ich würde dem letzten Shirt 9 von 10, 10 von 10. Ist was anderes, aber ich feiere es mega. Also ist halt mein, es ist, Geschmäcker sind verschieden, Freunde. Manchen von euch wird es nicht gefallen, mir gefällt es sehr gut. Und das ist ja die Hauptsache, Leute, oder? Das Shirt, welches du anhast, ist am besten. Ich sag's euch auch, unsere Shirts sind die, also von der letzten Kollektion, die ziehe ich am liebsten an, weil sie einfach so chillig sind zum Anziehen, weil sie sich so gut anfühlen vom Stoff her. Also das ist echt Bombe. Auch jetzt gerade im Sommer echt, echt nice. Die zweite Kollektion wieder viel dicker. Aber ich werde diesen Stoff auf jeden Fall noch einmal bringen, weil es sich mega gut anfühlt. Das Rick kannst du auch in die Hose stecken. Na, also nein. Oh mein Gott, ich bin der Letzte, der sich sein Shirt in die Hose steckt. Vorne die Falte ist komisch beim Letzten. Nein, das ist welche Falte? Du meinst die Nata? Ich finde, das war, fand ich sehr cool. Und ich fand auch diesen Kragen nice, dass das so weit drauf ging. Also das ist echt mal was Neues. Da fällst du halt auch auf mit dem Ding. Ja, Freunde, das war's von diesem Fashion Pack Opening. Wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Mir ist natürlich klar, dass das nicht jedem gut gefallen wird, aber ich bin höchst zufrieden damit. Aber ja, ist nicht schlecht, wenn man sich mal so ein bisschen aus seiner eigenen Komfortzone herausbegibt. Liebe Leute, das war's von diesem Video. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian. Corona